Ja, ich bin ja auch lost. Ich fange an, die Aufnahme, also ich fange an zu labern, ohne die Aufnahme zu starten. Super. Ja, dann fangen wir damit mal nochmal von vorne an. Also, wie ihr sehen könnt, wo es hier gerade reinliegt, wir stehen hier immer noch zwischen Beaumont und Houston. Und ja, ich habe mal gerade eben geschaut. Also, wir fahren ein. Autonomen Traktor vom Houston Cargo Terminal nach Cheyenne in Wyoming zum Rail Export. Wir kriegen dafür 97.807 Dollar, das sind 38.000 Pfund, die wir fahren. Und wir bekommen knapp 82 Dollar pro Meile. Und der zweitbeste Auftrag lag bei um die 76, also 5 Dollar weniger pro Meile als der autonome Traktor und der autonome Traktor oder der Autonomous Tractor ist ja auch vom neuen, also mit Kansas dazugekommen, neuen Farm Machinery DLC. Deswegen war das ja sowieso klar, dass ich den dann nochmal fahre, denn wir wollen ja Time to hit the road. ein bisschen was auch von dem DLC mitbekommen. Und erstmal muss ich tanken, also ich muss eigentlich nicht tanken, deswegen fahre einfach weiter, würde ich sagen. Ja, hat sich gelohnt hier. Stay Also back. das ist mir, glaube ich, falls mir das überhaupt jemals passiert ist, ist das super lange her, dass ich die Aufnahme gestartet habe, ohne dass ich sie gestartet habe. Stay left and then turn left. Machen wir doch. Turn left. Wieder Stoppschild? Ich glaube nicht. 1200 Meilen sind das, die wir jetzt hier fahren, also 500 Meilen weniger als jetzt beim letzten Mal. Als letzte Fahrt. Ich glaube 870.000 haben wir jetzt gerade. Reparaturen und etc. pp. Also ein bisschen Kohle müssen wir wieder einfahren. Und ich weiß nicht, ich glaube, das nächste DLC ist ja hier Dingens, der Bummens da, ne? Wird ja. Weil ich weiß nicht, ob es das sein wird. Also, was auch immer es sein wird. Wird das Nebraska oder Arkansas? Who knows? Also ich vermute mal, dass wir vorbei. Ich habe keine Ahnung. Lass uns überraschen. Gibt bestimmt auch irgendwo eine Roadmap, wann, also was, wie die Reihenfolge der Map-DLC-Releases sind, aber da habe ich mich noch nicht. Habe ich noch nicht nachgeschaut, falls es gibt, ob es das gibt. Haben wir Nacht? Ja, morgen. Warum fahre ich eigentlich 45, wenn die KI irgendwie 55 oder so fährt? Aha. Weil sie jetzt auch 45 fährt. Gut zu wissen, wie weit haben wir es überhaupt zum 22. Mai? Gut, ist ja. War ja auch wirklich zwischen Houston und Beaumont, von daher passt es. Oder sprechen die Amis das Beaumont aus? Ich bleibe einfach bei Beaumont und spreche jetzt weiter. Französisch aus. Für Französisch her. Ja. Go straight and then stay left. Also ja. Stay left Ägypten. And then turn left. Dann geht's weiter. Schon, wir fahren zum Schiff Cargo Terminal, glaube ich, ne, von Houston. Im rechten Sinne. Was ja auch nicht verkehrt ist, dann bekomme ich eventuell davon auch noch mal was mit. Aber ich weiß, dass ich damals glaube, oh, das muss aber echt gewesen sein, als Texas gerade rausgekommen ist.
dass ich... Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wann und wo und wie. Also, ich glaube nicht, vom Cruising Texas Event. Dass ich zumindest irgendwie bei so einem, bei einer, ich glaube, ich habe eine Yacht abgeliefert oder so. Es könnte, glaube ich, in irgendeiner Staffel gewesen sein. Also wahrscheinlich dann in der, ich habe keine Ahnung, in der zweiten wahrscheinlich, oder? Stay right and then exit right. Stimmt, in der zweiten müsste es dann gewesen sein. Ich glaube, ich werde vorher nochmal schauen, welcher Start so als nächstes drankommen kann, der released wird, bevor ich dann die Entscheidung treffe, welche Garage ich mir hole, sobald ich die 1,2 Millionen geknackt habe. Und dann schauen wir mal, wo es dann das Ganze sein wird. Ich muss mich dran erinnern und dran gewöhnen, dass ich nicht dann direkt runter auf die 45 gehe. I like it. Go straight. Und da sollen wir jetzt hin. Ja, ja. Recomputing. Hä? Ist er doch straight? Computer dich gleich. Das sieht ja auch. Es ist schon echt nice. Gefällt mir. Go straight. Das große Cargo Terminal hier. Finding new route. Caution. Please mind the speed limit. Ja, wir fahren da mal 20. Aber weil ich nur 10 fahren dürften, aber. 20 ist das Geringste, was ich tun kann. Das ist echt schon nice gemacht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier irgendwie... Ah, doch hier durch und dann scharfe Rechtskurve. Fahren wir mal durch die 5 durch. Weil wir gerade eben bei der 5 waren, fahren wir auch hier durch die 5. Einfach nur so. Wahrscheinlich jetzt sogar noch mit einer Waage. Okay, scharf links. Okay, es gibt keine 5, dann fahren wir auf die 2 durch. Okay, wir haben aber jetzt hier eine Schranke. Es werden erstmal so Papiere gecheckt. Und dann wird uns gesagt, wo wir hin sollen. Ich würde doch bestimmt auch irgendwie ein Cargo Terminal vom was Flugzeuge betrifft zu geben. Bestimmt. Also, weiß ich nicht. Also, es wird zumindest Sinn ergeben. Muss man sozusagen. So. Jetzt dürfen wir wieder 20 fahren. Ah, ich finde das echt super nice hier mit diesen Firmen, also mit den großen Industriekomplexen, wo man prinzipiell eigentlich nur zu einer einzigen Firma fahren kann oder zu zweien, aber da mindestens das Doppelte an Firmen ist. Ja, ist schon nice. Da frage ich mich ja, ob mit dem California Rework, ob es da auch dann bei dem Cargo Terminal in San Francisco, ob es da auch so ein Overhaul gibt, wo geben wird. Ich glaube, das ist ja noch nicht, ist ja noch Work in Progress, glaube ich. Go straight.
meine, ne? I'll find a new route. Hä? Ach, scheiße. Wie ich dazwischen gemusst? Aber ich hätte dazwischen gar nicht gekonnt, glaube ich. I'm confused. Weil das No Way Dingsbums war. Nur ein One-Way war. Boah, das ist ja schon echt nice. Das einzige Spiel, woran ich mich zumindest erinnern kann. Weiß nicht, ob es da wahrscheinlich noch andere Simulationen oder so gibt. We are finished. Sind wir das? Das ist nicht meine Ladung, da ist meine Ladung, okay. Wenn man halt zu den Hafen fährt, ist halt. Ist das, wo ich mich erinnere gerade, ist halt nur GTA 5. Gut. Okay, ich hätte sogar hier quasi reingekonnt, scheinbar. Und fahre jetzt. Nee, okay. Ah, okay. Okay, scheinbar kann man in beide Richtungen rein. Got you. Ja, schon mal gut los. Okay, jetzt folgen wir den Exit natürlich wieder und fahren. Schauen wir uns mal den Track an, wie wir fahren werden. Wir fahren über die von der Interstate 10 auf die Interstate 45, von der Interstate 45 hoch nach Dallas, wechseln dann auf die Interstate 20, auf die Interstate 35 West, fahren dann über den Freeway 287 hoch nach Amarillo. Von Amarillo aus wechselt dann wechseln wir dann vom, weiß ich nicht, doch eigentlich jetzt eher Highway, oder? Und nicht Freeway. Von Highway 287 wechseln wir auf Highway 87. Dann in New Mexico vom Highway 87 zum Highway 64 wird. Und bei Rattlen fahren wir dann die Interstate 25 komplett durch, bis wir dann, ja, im Grunde genommen zwischen Fort Collins und Cheyenne sind. 1200 Meilen, 4 Starten, Abfahrt, wenn der Gang drin wäre, ne? Können wir uns auch mal die Fracht so ein bisschen anschauen. Fragt euch ja, inwiefern autonome Traktoren, also halt wirklich so, ne, autonom wie der jetzt hier, unterwegs sind so auf den amerikanischen Feldern und wie es halt bei uns in Europa oder Deutschland ist. Also das, ne, dass da Hilfssysteme dabei sind und so weiter, beispielsweise, dass man irgendwie sich eine Linie ziehen kann, die dann abgefahren wird. Mal abgesehen davon, ob es halt wirklich komplett autonom ist. Falls ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Verwandeln wir hier durch den Scanner durch. Belastend. Es sollte nicht da aufhören, wo es anfangen, wo es in der letzten Folge angefangen hat. Okay. Nix mit Scanner. Er scheint aber hier auch mit Diesel betrieben zu werden. Oh, dann haben wir noch die zweite Waage. Nicht Waage, sondern Sicherheitsüberprüfung. Es war kein Scanner dabei. Also eigentlich schon, aber scheinbar war er aus.
Mittlerweile ist der Kaffee auch schon fast ausgetrunken. Ich will überlegen, ob ich gleich noch mache. Läuft. Ob ich gleich in der. Wo ich Pause machen muss. Ich werde mindestens einmal Pause machen müssen. Ich glaube, dann werde ich nochmal den Rest des Kaffees leeren. Das ist dann. Das neue Gläschen vor allem, das neue Glas angebrochen werden kann. Go straight. Nee, links. Nee, straight, links. Das Navi ist ja zumindest hier beim Cargo Terminal oder beim umfangreichen vor allem beim im größeren Gebiet des Cargo Terminals doch schon ein bisschen ausbaufähig. Aber ist ja nicht schlimm, weil da sind wir wieder bei Realismus, ne? Waren aber auch echt wirklich nicht notwendig. So, jetzt gleich wieder runter auf 45. Ich muss mich eigentlich auch schon mal links halten. Deswegen wechseln wir mal rüber. Dann sind wir schon mal auf der richtigen Spur. Ja, stimmt, wir sind ja wieder bei Always Stop Sign. Oder auch nicht. Das war noch woanders. Ich mal schauen, ob wir die Ampel bekommen. Oder ob die Grünphase zu kurz ist. Reicht. Stay left and then turn left. Das ist aber auch langsam hier. Gut, so gut machen wir die Kreuzung nicht dicht. Wenn wir irgendwo auf dem Weg sind, muss ich nochmal tanken. Turn left. Also manchmal frage ich mich, warum Bluetooth teilweise so eine komische Verbindung hat. Das einzige Gute ist, dass jeder von nichts mitbekommt. Dass es nur mich stört. Aber trotzdem ist es. Ja, wie gesagt, ne, es stört mich trotzdem. Ist die Frage, ob ich es gleich reproduzieren kann, aber wenn ich wieder an der Ampel stehe. Also. Ich bezweifle es, aber. Also, weil es nicht wirklich für mich Sinn macht. Ich hatte halt gerade eben, ne, weil ich halt da. Weil wir halt so lange gewartet haben, das ist aber eigentlich gut, das mit dem schwimmenden. Häusern? Nee, nicht Häuser. ist auch nice. Ich hab's vergessen. Ich habe es vergessen. Wie, noch langsamer? Ich muss mich sowieso rechts halten. Ja, so halb. So halb rechts. Einfach mittig bleiben Richtung San Antonio. Genau, nicht dieses Ride, sondern quasi über die, ja, ne, West.
nach San Antonio. Wir gehen hier wieder schön an der Skyline von Houston vorbeifahren. Als ob es Regen gibt. Regnen vor allem. Als ob es Regen gibt. Das habe ich auch gar nicht mit gesehen. Und wenn doch, dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Das ist ja nice, dass hier der Zugstrecke auch über ist. So, jetzt doch hier mit der Zugmann, wo es längere Züge gibt, wäre es halt natürlich noch viel geiler, aber geil genug ist das jetzt schon. Oder dann 80 bis 150 Waggons hat oder so. Auf nach Dallas, 200 plus Meilen. Ich habe das genaue Zahl gerade nicht gesehen. Jetzt sage ich, okay, ja, es wird gleich Regen geben. Also, das wirkt doch schon sehr stark danach. Hat jetzt zumindest nochmal ordentlich mehr zugezogen als auch vorher schon. Schon, ob wir jetzt auf die Waage müssen. So Inspektion und so. Repariert ist jetzt schon hier, aber mal schauen, wie diese Ladung uns. Wie oft wir mit dieser Ladung raus müssen. Mal. Währenddessen fahre ich auf die Waage. Gesamtgewicht von 70.147 Pfund. Strich 15. Caution. Please mind the speed limit. Ja, ich fahre einfach von drüber, weil ich okay, da kommen wir dazwischen. Wahrscheinlich kommen wir eh nicht voran, weil die KI halt 15-15 fährt. Oh, und dann beschleunigen wir mal hoch. Was ist denn, glaube ich, drin, oder? Ich sollte mir echt mal. Auch wenn es mega unnötig ist, aber eine Liste dafür machen. Wenn wir schon hier sind, dann können wir auch hier von ein Foto machen. Von der Statue von Sam Houston. Es wäre halt auch irgendwie so, ne? Ist halt kein Steam-Achievement oder so. Gut, ist halt auch. Ne? Gut, also, hätte aber schon was. Ich weiß halt nicht, ne? Wie viele das allgemein machen. Ob sie hauptsächlich eher fahren oder ob sie auch nebenbei dann die Fotos machen.
wir jetzt erstmal eigentlich, glaube ich, weitestgehend durchbrettern, oder? Also mit dem Limit, was wir haben. Wobei, ja gut, zumindest bis wir dann auf die, bei, war das bei Dallas? Stay left. Nee, das war nicht bei Dallas. Oder? Nee, bei Dallas war es nicht. Bei Dallas wechseln wir auf die 35 West. Und ich glaube, bei Amarillo war das ja, dass wir dann auf den Highway 287 wechseln. Bis dahin können wir auf jeden Fall durchbrettern. Danach wird es wahrscheinlich ein bisschen langsamer werden. Aufgrund der KI. Die uns bestimmt liebend gerne ausbremst. Schauen wir, also gut, wahrscheinlich werden wir nicht in Texas pennen. Und auch nicht in New Mexico, wahrscheinlich dann in davor. Müssen davor sein, Utah? Wobei, vielleicht doch in Utah. Ach, in Utah sag ich schon. Vielleicht doch in New Mexico. Weil Colorado war das, wo wir wahrscheinlich nicht ganz hinkommen. Einem Ladung Schlaf. So, der ist mittlerweile unter 200 Meilen. Wahrscheinlich waren es zu Beginn auch um die 280, also um die 300 plus minus. Haben wir nicht da durchgefahren beim letzten Mal? Ich glaube. Zumindest, aber nee, nicht so, aber so ähnlich. Die Rest Area brauchen wir noch nicht. Brauchen wir in ungefähr 6 Stunden. Dann sind es noch 10 auf der Uhr. Ja. Einmal pennen, das reicht. Wenn wir schon so lange sind, dann können wir auf die rechte Spur gehen. Schon wieder so langsam die Möglichkeit, obwohl es früh ist und wahrscheinlich gerade weil es so die Uhrzeit ist, wo ich schon sonst eigentlich immer so ein paar Stunden unterwegs bin. On High Alert, wenn ich draußen unterwegs bin. Die Fahrt mit der Vorlauf wieder zu langsam und die KI in der mittleren Spur ist mir auch zu langsam. Danke fürs Ausbremsen. Schon auf der Interstate. Ich glaube, der Truck ist full tuned, glaube ich. Was Motor und so betrifft. Mehr Power geht, glaube ich, nicht. Nach dieser Fahrt dürften wir, glaube ich, die Hälfte zu Level 30 sein. Stay left. Ich weiß es nicht, aber ich glaube.
Und da ich morgen auch nochmal frei habe und da das ETS-2-Video wahrscheinlich vergleichbar lang wird, vielleicht eine halbe Stunde kürzer als dieses Video, werde ich nicht nochmal heute aufnehmen, sondern dann morgen nochmal am anderen freien Tag. Und ich bin gerade eben so mehr oder weniger zum Entschluss gekommen, dass ich einen Plan habe, obwohl ich den Test noch gar nicht abgeschlossen habe, den ersten für Gold Rush, dass ich da schon meine Theorie, mein Plan habe für die nächste Season. Wo ich dann aber auch, glaube ich, wirklich dann diesmal wirklich jedes Mal jetzt 2 von 2. Okay, und jetzt hier links zu können. Was ist jetzt eine Tastenkombination? Wenn dann keiner, die was macht. Was ich denn täglich? Ja gut, wahrscheinlich wird es dann täglich zumindest 2-3 Stunden sein. Einfach mal schauen, wie weit mich das bringt so, und dann würde ich wahrscheinlich dann halt ein Base Game und dann die da war ja gar nicht sichtbar. Oh, ich habe einfach nicht im richtigen Spiegel geschaut. Stay right and then exit right. Und da ich dann nach der Season dann wieder die Test, den Test fortsetze. Weil ich werde sowieso nicht irgendwie wahrscheinlich nicht mal annähernd die Stunden reinkriegen, die die anderen Leute, die keine Ahnung in den Top 10 sind, rein investieren. Von daher. Der Safe, der bleibt ja bestehen, von daher werde ich das Ding mal so machen. Hoppla. Dann komme ich auch zu den anderen Sachen so, ne? Also, manchmal muss man sich auch den Freiraum schaffen. Und Sachen auf Eis legen. Wenn man schon die Idee hat. Was einen spontanen Plan entwickelt hat. Ich nehme immer noch auf, ne? Ja. Just check. Stay left. Dann werde ich nämlich die Zeit nutzen, die ich in heute nicht rein investiere, um weil halt zumindest zu dem Zeitpunkt der Aufnahme die neue Season noch nicht begonnen hat, dass ich dann ETS-2-Video vor der letzten Woche und dieses Video heute bearbeite. Vielleicht auch schon rendere. Also ETS-2-Video bestimmt. Oh, die sind langsam.
runter auf unter 20 gegangen. Das wird ja eigentlich relativ schnell gehen wahrscheinlich. Dann werde ich noch an die anderen. Okay. Ich an die anderen paar Videos noch setzen, die eigentlich schnell gehen, die auch nebenbei machen. Also wo ich nebenbei irgendwas laufen lassen kann. Da muss ich nicht nachhören und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eher Doing by Seeing. Editing by Seeing. Also sind wir schon auf der 35 West, weil wir sind noch nicht auf der 35 West, aber wir fahren auf der 35 West zu. Und sind schon bei Dallas angelangt. Da kann ich nämlich dann... Also wollte ich eigentlich schon im Dezember schaffen, aber dass ich die Videos weg habe im Dezember oder Ende November. Dann wollte ich es Ende Dezember machen, weil Pre-Dezember war da doch nicht mehr so relevant, weil das Event nicht so war, wie ich dachte. Also normalerweise gab es immer dann irgendwie so musste man das Event mitfarmen, damit man halt bessere, ne, damit man halt ein bestimmtes Schiff hat, was man levelt. Also bei Seaport. Ne, nicht bei Seaport. Stay right, then turn right. Oder? Doch bei Seaport, also einfach Port City. Shiptech. Da habe ich zumindest das Event so weit mitgenommen, dass ich das Global Schiff full gemaxt habe. Aber ja, da habe ich halt auch super viele Sachen und komme halt nicht voran, weil das Handy voll ist und so. Und ja, da muss ich mal weg. Ich glaube, das sind mittlerweile schon 8. Ne, nicht 8. Das sind 8 Videos, die ich gerade habe, aber das sind insgesamt 10, die ich die noch offen sind. Dann habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr Platz auf dem Smartphone. Und kann dann auch wieder mit Train Station 2 weitermachen. Da ist auch noch ein Video in Bearbeitung quasi. Und weil ich einfach da nicht mehr weitermachen konnte, weil die Platte voll ist. Also nicht die Platte, sondern das Smartphone. Und ich eigentlich das immer so gemacht habe, dass ich erst alles vom Smartphone gelöscht habe an Rohdateien, auch weil ich die Rohdateien quasi nochmal separat auf dem Rechner hatte. Wenn das Video draußen ist, ist die Platte halt voll. Also der Speicherplatz, die Speicherkarte. Weiß nicht, muss ich mal schauen, vielleicht kann ich nebenbei dann irgendwie Guild Wars 2 offen haben oder so. Oder was weiß ich. Wenn er weiß, wie der Abend noch so verläuft. Habe ich genug Platz? Nee, ich habe nicht genug Platz, ne? Ach. Gut. War jetzt, wäre auch dumm gewesen, jetzt richtig überholen, ne? Aber das hätte ich Ihnen schon bemerkt.
weiter mit 75. Ich glaube nach New Mexico rein. Nee, okay. Das ist halt manchmal echt verwirrend, dass da irgendwie ständig irgendwelche Schilder sind von Texas. Und man denkt, ja, okay. Wir verlassen Texas, aber wir verlassen gar nicht Texas. Rechts. Wobei, nee, Amarillo passt schon. Stay left and then turn left. Turn left. Und der Ober. Stadium. Sehr schön. Gut, dass wir rechts nichts kam noch. Gut, dass da kein Tailgate war. Können wir wieder Gas geben. Und auf nach Amarillo. Weiter mit 75. Wofür auch immer das da gerade gut war, die Stufen. Boah, wahrscheinlich sind das gar keine Stufen, ne? Und es wirkt nur wie Stufen. Beim nächsten Mal vielleicht. Wahrscheinlich sind das Stufen halt mit Gittern, damit das Wasser weiter abfließen kann. Damit ist die Fahrbahn nicht allzu sehr beschädigt oder unterwäscht. Das wäre zumindest jetzt mein Guess. Was ist darstellen soll. Wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Konzept. Also ein anderes Konzept als eine Schräge. Mit Gitter. Wo das Wasser durchfließen kann.
Oh mein Gott, da war ja was. Und ich bin garantiert an einer Tanke vorbeigekommen. Ja gut, zumindest nicht so, dass ich direkt hier vorbeigekommen bin. Oh wow. Belastend, dann lassen wir uns mal B tanken. Wir hatten einen Zug einspawnt. Eine Notfallbetankung, jawohl. Und dann tanken wir gleich richtig. Das hat natürlich auch ordentlich in unseren Zeitplan mit reingefunkt. Ja moin. Der ist auch wirklich raus und tanken immer voll. Ja, ja, ist ja gut. Und schlafen tun wir wo? Wenn das groß genug ist, können wir es ja auch da machen. Und dann fahren wir nochmal ein Stückchen weiter. Ich glaube, wir fahren ein Stückchen weiter zur Rest Area. Diesmal nicht erwischt worden, jawohl, straight. Wir sind wahrscheinlich immer noch im roten Bereich, naja. Deswegen wollen wir mal tanken, damit wir nicht nochmal liegen bleiben. Wir fahren am besten rauf, wahrscheinlich hier rechts rüber, ne? Ich wollte jetzt nicht bremsen. Und falsch herum. Aber egal. 341, einmal bitte vortanken. 899 Dollar und 264 Gallonen. War. Hoffentlich werde ich nicht rausgewunken. 3 von 3. Wahrscheinlich wegen des Unfalls und so, ne? Also wegen der letzten Tour, oder? Dass die so heiß auf uns sind. Hä? Ja, wo denn? Rechts nach links gemusst, oder was? Hier kommt gar keine mehr für mich. Ja, gut.
Dann muss ich jetzt... Ich wollte sagen, Strafe zahlen, aber... Mein Gott. Es kommt wieder alles auf einmal hier. Wieder ein Neutral machen und dann. Wie lange habe ich da noch? 5, 8, 7. Ja, das sollte reichen. Schauen wir mal, ob es reicht, bis dahin zu kommen. Ja, doch. Passt. Let's go. Das wird schon passen. Hoffe ich. So, ein bisschen mehr. 1.558 Pfund. Auf zum Schlafplatz. U-Turn. Und dann auf zur Rest Area. Und dann mache ich noch mal kurz was Eis. So weiter und so fort. Bis dahin noch schaffe, ohne noch eine Strafe zu zahlen. Wie beim letzten Mal. Ja, ich weiß, ich bin ja auch gleich ready und so. Da nach der Kurve kommt es, glaube ich. Die Rest Area. Wäre schön, wenn jemand im Zugverkehr. Stückchen. Oder auch nicht, da haben wir schon. Da haben wir die Rest Area. Und dann suchen wir uns mal dort einen Schlafplatz aus. Sehr schön. Wir können hier schlafen. Dann machen wir das mal und ich mach dann jetzt bestimmt mal Wasser heiß und noch einen Kaffee. Und da geht die Sonne auf. Gucken wir uns nochmal das
spoilern. Wir sind in Donley County bei der Safety Rest Area. Okay, das U galt eher, weil es kurz aussah, als ob hier Wasser ist, aber trotzdem auch so mit der Brücke und so, wenn da noch Wasser drin wäre, das wäre natürlich sehr nice. Aber wir sind ja nicht hier zum Entspannen, da. Wir sind hier da, um den autonomen Traktor auszuliefern, haben wir jetzt noch unter knapp unter 600 Kilometer, 600 Meilen vor uns, und das schaffen wir auch in einem Rutsch. Und dann verlassen wir die Rest Area. Auf nach, ich glaube immer noch New Mexico, oder? Ja, immer noch auf nach New Mexico. Wo wir nur kurz durchfahren, bis wir dann Colorado komplett durchfahren. Gen Norden. Nach Wyoming. Wieder auf die 65 Miles per Hour hier fahren können mit dem World of Trucks Trainer. Das ist der Auftrag. Ich glaube, ich sollte dich mal vom Heizkessel runternehmen. Auch bekannt als Rechner. Ausgetrocknet, also das Flussbett. Also schon immer wieder schön durchzufahren. Am Bahndamm entlang. Zu der Zeit, wo der Kaffee mehr trinkbar ist, aber die Fahrt ist noch nicht zu Ende. Kann ich noch während der Fahrt trinken, aber wahrscheinlich dann, wenn ich schon am, ja, kurz vor Cheyenne bin, wahrscheinlich irgendwie so im oberen Mittel von Colorado. Ich wollte schon mal kurz fragen, weswegen die Person da vorne so langsam fährt, aber Frage beantwortet, und das ist doch kein Fahren dazu, oder? Das hätte mich auch sehr stark gewundert. Das hätte mich mehr als nur stark gewundert. Steht auf dem Hashtag Ancestry Texas. Muss ich mir. Okay, wenn ich. Zu dem Zeitpunkt. Ich soll mal drauf schauen, wenn ich dann am Arbeiten bin.
noch weiter runter. Auch hier fahren auch durch Amarillo durch. Never mind. Das erklärt es. Wieder mal in der Stadtdurchfahrt. Von Amarillo. Super. Zu halten. Ja, schönes Stop and Go hier mal wieder. Ab zur nächsten. Fast so wie bisher diese Woche auch IRL. Was Wind so alles ausmachen kann. Ich habe das Gefühl, so viel habe ich die Bremsen in der, im Monat sonst nicht ausgenutzt wie bisher in dieser Woche. Und diese Woche ist bisher nur Montag bis Mittwoch gewesen. Die uns belästigt. Ja, nee, ich bleib hier. Stay right. Der war, und dann können wir wieder das Gaspedal durchtreten. Zumindest so ein bisschen. Bestimmt noch die 65 und dann sind wir jetzt auf dem, weil es doch noch gerade eher Freeway 267. Und wir haben ja Ancestry Texas. So als ob der Campground auch teilweise mal unter Wasser ist. Kommt man zumindest so ein bisschen den Eindruck. Jetzt gleich links und dann geht's auf den Highway, Freeway, beides. Was war das nochmal? 87? Mal Gas, ne, weil bleibt mir gar nichts anderes übrig. Stay left, then turn left. Turn left. Ja, 87 war es.
Jetzt haben wir 35, aber nicht bergab. Ich frage mich, war also klar, ne, zum Aufdecken oder so, aber. Hat ja eigentlich keinen wirklichen Purpose. Außer, dass man langsamer ist als oben, aber halt nicht hochfährt. Aber auch nicht runter. Eine Beinebank weicht man nicht aus, den nimmt man mit. Falls der Zug gefahren. Ich war gerade ein bisschen noch auf den Traktor fixiert. Und hab den Spurenwechsel nicht kommen sehen. Go straight. So, runter. 60 Schild über den ganzen Dreschern. Schnecke runter auf. Nur 50, aber ich bin morgen auf 40 gegangen. War auch nicht verkehrt. Go straight. Okay, ich weiß noch jetzt, warum ich mit dem Retarder nicht bremsen konnte. Neulich. Also, diese Fahrt. Ich drücke die Tasten. Ich habe gerade mal in den Einstellungen geguckt. Die sind auch richtig, aber. Oh, hä? Bin ich verwirrt. Soll ich nochmal probieren, weil eigentlich dachte ich, das wäre andersrum. Also mit Verringern auf. Oder zum Deaktivieren auf Ö. Aber vielleicht. Lag ich da ja auch falsch. Go straight. Ich weiß vorher nicht mal, wo ich den Retarder nutzen wollte, aber. Funktioniert doch. Man muss nur die richtige Taste drücken. Und irgendwie kommt kein Klick. Deswegen habe ich da immer gedacht, dass es. Das habe ich auch gerade Ihnen gedacht. Dass es halt nicht funktioniert. Go straight. Ja, vielleicht kommt einfach kein Sound im Dings. Im Volvo. Ich meine, das war eigentlich ein ähnliches Geräusch, wie wenn man den Blinker aktiviert, aber scheinbar nicht. Schön mit dem Güterzug, der jetzt wieder links von uns fährt. Klein, aber fein.
Sehr schön. Also, ich bin schon runter auf 30. Du musst... Okay, du musst... Ich ziehe mir wieder selber das Geld aus der Tasche. Das ist ja auch mal nice. Allerdings wir noch mal kurz, wahrscheinlich nur kurz. Okay, nee, wir beschleunigen sie noch länger. Sehr gut. Dann haben wir bei der Pferde Ranch dabei fahren. War ja auch schon nice mit den. Ich wollte gerade Skulpturen sagen, aber mit der Deko brechen wir es mal runter auf die Oberkategorie. Schneller oder muss ich überholen, wenn ich schneller fahren will? Ich muss überholen, wenn ich schneller fahren will. Meilen noch. Noch einiges an Weg vor uns. Tank sieht gut aus. 1460 Meilen. Das war 229 Gallonen haben wir noch. Tank. Wieder unter 55, runter auf 45. Haben wir mal 45 hier durch. Dazwischen.
und wieder unter 55. Ich bin hier schon mal unter 45. Dann geht es selber bei Retten, geht es wieder auf. Ich weiß gar nicht mal, welche Interstate, aber okay, scheinbar die Interstate 25. Stay right and then turn right. Jawohl. Eigentlich einen Return angemacht. Ist aber wirklich, aber. Irgendwie hat's nicht funktioniert mit der Rollbremse. Ist der Return eigentlich auch rein gewesen, aber ich muss den jetzt auch nicht irgendwie rausnehmen. Ich bin. Tue ich mal nix. Jetzt geht es. Ich bin verwirrt. Warum das so ist, das, also was mich am meisten klingelt, ist, dass ich kein Geräusch höre. Dann kommt man es immer gut festmachen, ob es aktiviert ist oder nicht, aber okay. Und das meine ich auch, wenn man das nur ein die erste Stufe genommen hat, dass es dann deaktiviert werden musste, damit man, dass man eine Meldung bekommen hat. Oh, das ist auch echt cool, wie mit den Felsstrukturen, mit den Hügeln und dem der Wolkenstruktur im Hintergrund. Wird es jetzt 4 von 4 oder 3 von 4? 4 von 4. Stay left. Und hallo Colorado. Interessanter Spot. Oder dass die Waage quasi auf der Auffahrt ist. Okay, ja, nee, ich bremse, wenn da mit der Motorbremse. Zumindest im Volvo, also. Oh, really? Weil. Anders. Mit dem Richard, da kommt man nicht wirklich zum Stehen hier. Wahrscheinlich habe ich einfach nur ein. Ich weiß nicht, ich muss eigentlich. Das Beste vom Retarder, so, von der. Vom Getriebe her. Meine ich zumindest. Boah, ich habe es einfach nicht getan und auf dem Motor gegangen, kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Wir sind bei Topeka 288 Meilen bis Cheyenne. Home Stretch quasi. Was haben wir da oben? Ich kann es nicht erkennen. Weil ich drauf gucken kann und ich glaube, es auch verkehrt rum ist.
schön versteckt hinterm Busch das Schild. Komm, hier war angerast. Und wieder ein paar Waggons, die da rumstehen. Ein Abstellgleis. Denver ist ausgeschildert mittlerweile. Aber doch nicht der Ort von Cheyenne. Wobei wir auch fast schon da sind. Und auf der rechten haben wir Vitas Bauer. Fahren gleich wieder 65, also. Manchmal habe ich das Gefühl, wir machen das mit Absicht. Bin ja schon am Abbremsen. Wenn wir durch Puebla durchfahren. Dann müssten wir da auch durch. Ja, Colorado Springs durchfahren. Das heißt, mit der 55 erstmal so ein bisschen weitergehen. Wenn das Wetter wieder ein bisschen schlechter wird. Ein bisschen bewölkter, ein bisschen diesiger. Du kannst auch ruhig 55 fahren und wenn dich auf den Geist gehen, indem du langsamer fährst als 55 und schneller fährst als 50. Und das Niveau steht nämlich auch. Egal wie lange es dauert. Okay. Geht's natürlich auch. Stay left. Und dann wollen wir ein bisschen Gas geben. Das wird dann wieder nach Colorado Springs reinkommen. Schauen, wo es dann im nächsten Video hingeht, ob es dann Richtung Montana oder. Da will ich auf alle Fälle nochmal hin. Da werden wir dann geleitet werden. Oder ob es wieder nach Kalifornien geht. Ja, mal schauen. Stay left.
Denver. Schön mit dem Monument. Auch da mit der Kirche, was ist denn hier? United States Olympic Committee. Ja, das ist halt nice, so solche Sachen auch am Straßenrand zu haben. Hat man was zu gucken. Dann was zu schauen, während man durch die Landschaft heizt. Dass ich mehr weit habe, ne? Noch so 382 Meilen vielleicht. 144 nur noch, okay. Das ist noch gar nicht ein Colorado Springs. Also, Straßenbahn. Ich lasse mich leicht ablenken, habe ich das Gefühl. So die Frage, wie es lässt sich abfallen. Eine Frage hätte sein können, wie lange es dauert, bis wir uns richtig einordnen können. Weiter mit 55. Muss ich links halten, mich links halten? Nee, es bleibt kann. Das passt so. Das passt so, weiter geradeaus, Richtung Fort Collins. Und zwischen Fort Collins und, ja gut, Cheyenne, sind wir bei Cheyenne. Also sind wir da bei Rail Export. Aber gut, dass es nicht mehr weit ist, das habe ich ja schon gerade gesehen mit der 144 Meilen. Oh, der Kaffee. Uff, ja. Man merkt, dass ich da ein bisschen viel an Restepulver reingetan habe. Ich würde sagen, es ist einfach ein 2,5 Becher Kaffee in einem.
gedacht, eieiei, dass das Pulver noch für so viel reicht. Weil halt echt nicht mehr viel drin war. Und ich diesmal auch nicht mehr wirklich Abos kippen wollte, weil, ja gut, ein bisschen Pfützchen vom anderen noch drin war vorher. Das andere wird wahrscheinlich keinen Impact haben. 5x5. Oh. Wie gütig. 4 von 5. Stay left. Ja, natürlich. Die Meilen noch. Wir sind gleich bei Fort Collins. Hier, damit ich frisch getankt bin für die nächste Fahrt. Ist doch gleich unser Fahrtkommissar. Wir fahren ja noch mal kurz rein nach Wyoming. Stay right and then exit right. Und da sind wir schon. Exit right. Kreisverkehr wahrscheinlich. Ja. 4 von 6. Alles ein kleiner. Roundabout. Schimmelnde Skulpturen. High Plain Roads. Stay right. Und vorne sind wir dann beim Stay left and then turn left. Rail Export. Turn left. Couchable. Oha. Unbeschränkter Bahnübergang mit Zugverkehr. Ja, leck mich fett. Turn left. Das habe ich auch so noch nicht gesehen.
gefällt mir. Also gut, klar, ne? Also wir, eigentlich habe ich es gesehen, auch in Texas sogar. Also was ist auch in Texas? Ja, nicht in Texas, aber. Ne? In Beaumont haben wir es ja auch gesehen gehabt. Warum soll ich nicht auch wieder 1% mit zusätzlich auf dem LKW bekommen? Beim Abliefern. Wenn ich es schon beim Laden auch so bekommen habe. Ausgezeichnet. Autonomous Tractor. Shoreside Delivery 2008 von Houston nach Cheyenne geliefert, Gefahrenstrecke 1250 Meilen, Dauer 1 Stunde 53 Minuten, 194 Gallonen Verbrauch. Das war der 154. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. 98.000 Dollar gab es dafür und 2800, knapp 2900 Erfahrungspunkte. Zwei Fahrten noch bis Level 30. Dann suchen wir uns mal den nächsten Schlafplatz. Ja, fahren wir hier hin. 14 Meilen. Und hauen uns dort aufs Ohr. Wir sind jetzt bei 966.000 Dollar. Haben wir wieder knapp die Millionen geknackt oder knacken sie im nächsten, in der nächsten Fahrt wahrscheinlich? Really? So, bei der Zeit hättest du eigentlich schon aus dem Weg sein müssen und so, wo ich gefahren bin, aber okay. Oh, stimmt. Kommt nix. Bin ich schon fast wieder YOLO durch, Alter. Beinahe böse enden können. Einfach, wenn wir auch einen leeren LKW wiegen. At the roundabout, take the second exit. Exit down. Aber natürlich doch. Das ist ja auch ein schöner Platz. Irgendwie. Also auch mit Wasser und so. Und dann sind wir jetzt hier, wo die LKW schlafen. Und dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten American Truck Simulator Video wieder. Oder im nächsten Truck Simulator Video. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.